Wollt ihr Spaß? Absolut! Dann freut euch auf die Disney-Time bei Kabel 1. Da wird's garantiert nie langweilig mit Classic-Cartoons, 101 Dalmatiner, Herkules, Tarzan, Ariel die Meerjungfrau, Lilo und Stitch, Rora. Und die Dinos. Bin da! Wer noch? Alle eure Lieblingsstars in der Disney-Time. Nächsten Sonntagvormittag wieder bei Kabel 1. Die Kamera. Wir sprechen, Mikkel Häkkinen ist wieder auf der Erfolgsspur in der DTM. Ich denke, das ist das, was wir Ihnen hier an dieser Stelle noch sagen können. Wir können wahrscheinlich nicht mehr nach Bayreuth gehen in die Halle. Aha, ich höre gerade, also wir kommen wieder zurück. Gut, unser Leitungsproblem ist behoben. Dann gehen wir ganz schnell noch mal rüber und hören. Nein, keine Chance. Gut, keine Chance. Wir haben doch noch Hoffnung. Nein, das glaube ich nicht. Also ich denke schon, dass viele, die sich Sorgen machen, auch auf den Petersplatz gehen. Und wie es da manchmal passieren kann, liebe Zuschauer, ist die Leitung nach Rom gerade eben zusammengebrochen. Hallo, Simon Weiß aus Engeltal in Franken. Guten Morgen. Wir sind Papst. Ja, guten Morgen. Nein, ja. Wir sind Papst. Bitte? Wir sind Danke. Papst. So, jetzt lass mal anfangen. Sagen Sie auch einmal laut, wir sind Papst. Ja, ich bin auch da, hallo. Nein, nicht da, Papst. Sekunde. Nach dem großen Papst Johannes Paul II. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hört ihr mich? Die Enttäuschung ist also eher groß. Wie lange machen wir denn wir haben reagiert. Ich weiß nicht, ob wir im Moment noch auf Sendung sind. Ich kann Ihnen sagen, dass die Menschen. Ja, vielen Dank, Carsten Thurau, mit dieser. Entschuldigung, bitte, ich wollte Sie nicht unterbrechen. Das Zepter Jesu, wenn man so will. Das Zepter der Herren und Damen. Es geht ja nicht nur auf Herren. Jesu ist eine Klobürste. Wir lernen das jetzt 4 Jahre so und wenn man das jetzt wieder umstellt, dann das wieder lernen, das fände ich unpositiv. Schulen schließen, weil es immer weniger Schüler gibt. Aber lässt sich das nicht besser organisieren, damit die Schüler wenigstens weniger gestresst werden? An normalen Tagen sieht man auf dem Potsdamer Platz in Berlin jede Menge Menschen, die mit mindestens einer Einkaufstüte bewaffnet sind, durch die Gegend schleudern. Schlendern natürlich. Ein ziemlich zweiseitiges Schmerz. Ich habe einen Geriatrik. Es fallen dir überhaupt nicht ein. Aber mir auch nicht. Mir auch nicht. Ja, was kommt da eigentlich noch alles auf uns zu, liebe Zuschauer? Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Und für den kleinen Wochenendausflug noch ein Blick aufs Europawetter. Frühling abnehmen, wie sieht's aus? Sie wollen die Punde furzeln lassen? Nee, umgekehrt, Sie wollen. Ja, was für ein schöner Versprecher. Dazu sagte der europapolitische Sprecher der CDU Hinze im ZDF-Morgenmagazin. Es geht nicht um die Sache, sondern es geht darum, die Koalition zu erhalten und in jedem Fall an der Macht zu bleiben. Sagte Mick Jagger in New York nach einem Überraschungs-Gig. Rock'n'Roll, hier kommt er. I can sing loud too! In mein Ohr. Also das ist ein absolutes Oberchaos, Sie merken das. Aber der kleine Mann im Ohr spricht so viel, dass ich nicht sprechen kann. Die FDP will sich ihren, will sich stärker als Bürgerrechtspartei profilieren. Sag ja! Er wollte am kommenden Freitag seine langjährige Lebensgefährtin Camilla Parker-Bowles heiraten. Camilla Parker-Bowles. Bowles. Ich gehe zum Bowling. Bowl. To bowl. Bowl me. Wake me up before I bowl bowl. 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 Camilla Parker-Bowles. Das klingt gleich irgendwie viel englischer. Wann ist die Hochzeit? Am Samstag. Einen Prinz heiratet oder wieder heiratet. Naja, aber eine Frau. Ja, ja. Und soweit man das erkennen kann, ist das zu treffen. Nein, die sieht ja eigentlich ganz, ich fand, die sieht gut aus. Sie hat keinen so guten Zahnarzt wie Verona Feldbusch, aber sie hat deswegen
Sie hat einen schöneren Arsch, hat die. Für manche Männer hat sie einen geilen Arsch. Ich finde, sie hat so einen dicken Arsch, viel zu kleine Titten. Also ab in die Pornoindustrie. Da gibt's lustige Sprüche, wo einer sagt, guten Morgen, Opi. Hat mir da dran geschrieben, bitte lass ich gelten. Aber der andere war schon, fuck you, Opi, ist schon ein bisschen anders. Nicht? Aber einer hat geschrieben, ob da nun Mädchen war, weiß ich nicht. Der hat gesagt, ich fick dich, Opi. Diesen Videosaubermann sollte man mit aller Macht in seinen treten und den Kerl dann mit seiner eigenen DVD erschlagen. Kritische Literatur wird einfach zu Pornografie erklärt. Zu Scheiße. Was kommt beim Kacken unten raus? Scheiße. Wurst. Ja. Es hat mich sehr viel Mühe gekostet, aber das hier ist der Schlüssel. Hiermit erlangen wir die Weltherrschaft. Liebes Kind, hier spricht Erzengel Metatron. Ich grüße dich. So höre, was ich dir sage. Du brauchst keine Angst zu haben, denn dies ist dein Schicksalsweg. So steht es geschrieben seit dem Tag deiner Geburt. Gut, dass du es rausgelassen hast. Genau, das ansonsten, muss ich. Ja, ansonsten kriege ich mal Bauchschmerzen. Völlig recht, das musste raus. Hallo, wer ist denn jetzt dran? Guten Tag. Hallo, grüß Gott. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Müller. Sie dürfen doch nicht wieder auflegen, wenn wir reden. Hallo, Herr Müller. Nee, jetzt mal im Ernst. Vielleicht kann mir die Regie mal einen Hinweis geben, ob wir jetzt trotzdem spielen oder nicht, wenn wir niemanden haben, der mitspielt. Hm? Wir machen was anderes. Okay. Ja, lass dich noch mal beraten. Ja. 0800 783 7843, die Nummer kennst du ja. Oh, jetzt und dann muss ich noch einmal. Ach, ich habe jetzt keinen Zettel zur Hand. So. Die ist eingeblendet, Edeltraut. Also du rufst einfach Vadim noch mal an und ihr könnt dann gemeinsam ein Gebet zusammenstellen. Vadim, Moment. Oh, ich habe die Telefonnummer jetzt wieder nicht im Kopf. 08. Ich nenne sie noch mal in Ruhe. Also. 01379, ich habe jetzt hier die Nummer 809000. Da steht 77. Da steht 7, 7. Brauchst du eine Brille? Wir nehmen die 5 mal die 7. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Okay. Oben läuft immer die Telefonnummer. Die Telefonnummer. Die E-Mail-Adresse. Mei, ich Hirsch. Was rede ich denn heute? Hier oben läuft immer die Telefonnummer. Schon wieder. Die E-Mail-Adresse durch. Also, ihr könnt irgendjemanden zum Geburtstag gratulieren. Ja, ihr könnt ein bisschen irgendjemandem zum Geburtstag gratulieren. Gerade in ländlichen Gebieten ist das ein Problem. Es gibt da keine Patentlösung. Es gibt da keine Patentlösung. Sie müssen versuchen, ja, eventuell in Nachbarschaftshilfe Absprachen das Problem zu lösen. Niemand weiß, wie viel Optimismus, also seit 1985, es ist ja schon so gewesen, dann seit der Papst, Entschuldigung, der Vatikan verbreitet natürlich sehr viel Optimismus und die Welt. Hallo? Nee, irgendwie glaube ich, ich bin falsch. Ich glaube, ich habe mich jetzt irgendwie, Herr Gräte hat mich durcheinander gebracht. Das wäre schön. Jetzt geht es um was anderes, aber ich weiß leider gerade nicht, worum. Ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll. Wir schalten jetzt live an die Frankfurter Börse zu Stefan Risse. Stefan, was stand heute im Mittelpunkt am Markt? Jetzt habe ich Ihre Frage nicht ganz verstanden. Entschuldigung. Ich muss Sie kurz unterbrechen. Ja. Sie sind für Schalke logischerweise. Wir hoffen, dass es gut ausgeht für Sie. Die Spiele gehen weiter. Wir gehen. Ja? Danke sehr. Okay, schön, dass Sie tschüss. Da waren. Die zweiten 45 Minuten. Aber netter Abschied von Ihnen. Ja, aber ich habe mich doch bemüht. Danke. Ja, aber das Bemühen ist zu wenig für Sie. Ist das möglich? So einen Abschluss habe ich noch gar nicht erlebt. Und meine Jacke. Mal sein. Genau. Genau zu dem Thema begrüße ich jetzt Christian Wocher. Er ist mir aus Düsseldorf vom Handelsblatt zugeschaltet. Schönen guten Morgen erstmal. Ja, schönen guten Morgen. Auch wenn mein Vorname Martin ist, aber das macht nichts. Frank Bzirske, Chef von Verdi, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Sievers. Herr Verdi, sag ich schon. Das ist eigentlich auch ganz lustig, oder?
Ja, und ich will immer statt Köppel Klöppel zu dem sagen. Schöner Name, auch ohne L. Ne? Ich auch sagen. So, ganz schnell. Hey, also was, wie geht's? Ich darf annehmen, dass das Leben von Harry Peter Carstensen heute Abend besonders schön ist. Wenn Sie nochmal Harry Peter Carstensen sagen, sage ich auch Frau Hansen zu Ihnen. Das war eine erste Stellungnahme von Peter Harry Carstensen, der hier nach vorne geschoben wird. Damit erstmal zurück ins Wahlstudio zu Gabi Bauer. So, bei uns im Studio, hier ist nicht Gabi Bauer, sondern hier ist Andreas Sichewitz. Ein gutes Beispiel dafür, Heide, Entschuldigung, Heide, natürlich nicht Heide, sorry. Ich sehe sie ja nun leider nicht von hier unten auf dem Parkett. Und dann sage ich zu Herrn Merkel, dann sage ich zu Herrn Merkel. Ja, und der Kanzler. Die Wachstumskräfte in ganz Europa sind noch nicht so gestärkt, dass man zufrieden sein könnte. Dass das Deutschland in besonderer Weise betrifft, ist ja gar nicht zu bestreiten. Ich will nicht wiederholen. Ja, soweit Bundeskanzler Schröder vor wenigen Minuten hier im Bundeskanzleramt. Dort steht aber auch mein Kollege, Chefkorrespondent Gerhard Hofmann. Gerhard, Sie haben ja auch eben gerade noch diese Pressekonferenz oder diese Statements verfolgt. Kann man schon etwas mehr sagen? Sei ruhig. Ja, man kann schon etwas mehr sagen. Als der kanadische Generalmajor Romeo Dallaire. Ein deutscher Beitrag. Das haben wir genauer untersucht. Dann müssen wir sie vertrösten. Aber wir werden den Beitrag bestimmt nachliefern. Und jetzt kommt er. Da gibt es so arme, unterbezahlte Studenten bei Sepping, bei Premiere. Hm. Und die nehmen und den ganzen total. Tag auf. Ja. Aber wir machen das mit den Sepping-Leuten. Und die nehmen den ganzen Tag auf und gucken auch wirklich andauernd. Und kommen dann sehr, sehr früh ins Krankenhaus. Bin ich froh, dass die Regierung jetzt das Rauchen verbietet. So ein Cognac im Kaffee hat es in sich. Sie können auf den Cognac auch verzichten. Was ist denn das für ein Fusel? Mein lieber Mann, ich trinke übrigens wenig Alkohol. Und ich sag immer Leverkusen, ich weiß nicht, ob Liverpool, du wünschst ich wünsch dir immer noch Liverpool. Auf zu trinken, wir stellen das mal beiseite und konzentrier dich auf die Arbeit. Liverpool, wollte ich sagen, verdienter Finalteilnehmer, jetzt musst du nur noch Ja sagen, dann sind wir vom Hof. Du hast wie immer recht. Dankeschön. Das war's von uns, wir sehen uns in 3 Wochen beim Finale in Liverpool, nicht in Liverpool, in Istanbul. Ich höre jetzt echt auf. In diesem Sinne, die Show must go on zu euch nach Köln. Ich hör auf. Wir haben gerade Witz erzählt und man warte mit den Aufpassern. Verzeihung. Schönen Abend. Und damit von uns allen einen schönen Abend noch auf morgen. Bis Wiedersehen. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Okay.